Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter. Wir sind in Folge 175 von Avorion. Ich glaube 175 ist, ich bin mir nicht sicher. Wenn, dann seht ihr es im Titel. Okay, wir sind hier unterwegs bei diesem schönen Feuerplaneten und wir haben das Ziel schon fast erreicht. Wir brauchen noch einen Sprung. Hierhin nämlich zu dieser Mission. Wie hieß sie jetzt? Einfach auf Lieferung und dann müsste der Botan sein, ne? Und das machen wir am Intro dann. Bis gleich. So, dann fliegen wir mal los, den Hyperraumantrieb angeschmissen und dann Botan begrüßt, ne? Einmal Ladebildschirm. Und wo ist er? Ne, N war's. Botan del Duo, da ist er. Da ist er. So, Hyperraumantrieb haben wir zerstört. Ich habe da, na gut, jetzt her mit der Ware. Wie erklärt, bezahlen sollte ich Ware auf meinem Schiff habe? Niemand, aber wenn du mir weiter näherst, bekommst du garantiert gar nichts. Wenn du die Ware nicht transportieren kannst, ohne eine Kontrolle oder einen Hinterhalt zu erwarten, dann ist das ein eigenes Problem, nicht meins. Bitte sehr. Ha, einfache Lieferung. Du warst du, du hast meinen Laborant zerstört. Stirb. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir sterben werden. Ne? Das wirst du gleich merken, wie du stirbst. Wotan, du bist jetzt in meinen Fängen. Und das bedeutet, dass du gleich kaputt bist. Wie wir gerade sehen, sind es nur noch Bruchteile von Sekunden, dass du kaputt bist. Mission, Feind meines Feindes. Da oben gibt es auch eine Nachricht, dann wollen wir die mal gleich anklicken. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, kennen wir schon. 115 minus 259 ist das dann. Jetzt wollen wir aber gerade hier noch einsammeln. Was von Boot an seinen wichtigen Dingen hier noch sind. So. Transporter-Software. Dieses legendäre Teil halt, Titan 210 mit Touch. Achso, da sind noch zwei. Muss ich noch weiter fliegen. Ein Feuerstoß Duo Plasmakanon TDD exotisch. Und der letzte, was ist das? Jetzt kommt der auch rein. Ein Mega MG exotisch. Okay, ja. Jetzt würde ich gerne erstmal dieses Ding mit der Zusammenarbeit klären nochmal. Wo sollte ich hinspringen? Ne, das war hier nicht, das war da. Auf zum Endstation Notruf. Die Forschung? Ne. Wo war denn jetzt das? Ja, schade, ne? Unter den Briefen finde ich das, so war's. Ne, das brauche ich nicht. Da brauche ich, das brauche ich, da brauche ich. Und da stand 115 minus 259. 115 minus 259. Also muss es hier unten irgendwo sein. Das heißt, wir müssen dahin. Sektor ist außer Reichweite, Zwischenrouten werden berechnet. Okay. Sprungroute berechnet. Macht er das jetzt bis dahin automatisch? Wir werden sehen. Da ist der Hyperraumantrieb auf jeden Fall.
Das wäre mir neu, dass das geht. Ist das mit einem Update gekommen oder sowas? Früher kann ich mich nicht entsinnen, dass das funktionierte. Jetzt müssen wir nur ein paar Mal abkühlen halt. Aber das ist halt so. Wird natürlich von Sprung zu Sprung länger dauern. Jetzt ist nur die Frage, ja, es ist noch weit, weit weg. Aber das ist cool für so einen Spalt, der da in so einen Riss im Welt, in der Galaxie, dass der dann automatisch vielleicht da rumspringt. Dann brauchen wir das nicht gucken, wo wir lang müssen, ne? Wie, sind wir schon da? Nein, ne? Ach, jetzt komme ich da nicht hin. Also er kann es nicht berechnen. Auch cool. Gut, dann springen wir da lang. In der Hoffnung, dass es da lang geht. Bisschen schade gerade. Aber ist halt so. Also rundherum rechnet er nicht. Schade. Hundertfünfzehn. Zweihundertneunundfünfzig minus. Also bis nach da. So. Er berechnet den nächsten Sprung schon mal. Ich hoffe, diesmal geht es auf ein Stück. Ladehyperraumantrieb. Ja, aber das mit dem Umbau, was der Thomas Steele gesagt hatte mit dem Antrieb, das hat was gebracht, ne? Es dauert nicht mehr so lange, wie wir da dieses Abkühlen haben und springen viel schneller weiter dann. Das funktioniert so jetzt ganz gut. Hat geklappt, danke. Schon wieder ein Riss, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Hundertneun. 115 ist hier. Aber das ist ja knapp um die Ecke jetzt hier, ne? Ja, dann Koordinaten da eingeben. Springen wir da hin. Ein bisschen doof das Ganze. Ich hoffe, jetzt komme ich da einigermaßen rum, dass ich da hinkomme. Oh, was für ein Riss. Nach da muss ich hin. Ich hoffe, dass es jetzt hier irgendwie vorbeigeht. Sprungroute ist berechnet. Ja, sieht wenigstens so aus. Kommen wir da auf R einmal hin? Ja, sieht so aus. Da müsste es ja jetzt sein. Und einmal Kehrtwende. 115, 259. Ich meine, das wäre es gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mich vertan. So, werden wir sehen, ob da jetzt einer ist. Shift Traveler. Da ist keiner. Das bedeutet nochmal in die Mails rein, habe ich meine Koordinaten falsch eingegeben. 115 minus 259. Oder war das schon abgelaufen, beim ersten Mal gelöscht? Kann natürlich auch sein, ne? Dann war das gerade alles umsonst. Ja, sieht so aus, ne? Dann war das umsonst. So, hier gibt es ganz viele Signaturen. Das ist auch schön, ne?
springe jetzt mal dahin. Gucken wir mal, was da los ist. Bisschen ärgerlich jetzt gerade, aber das ist dann halt so. Die Story war da schon beendet, wahrscheinlich frühzeitig. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Gate geht davon weg. Also hat es mir nichts gebracht. Gibt es hier noch einen grünen Blips? Nö. Irgendwo da einen grünen Blips? Auch nicht. Tja. Bisschen doof. Was haben wir denn sonst noch hier? Eine Fregatte? Planetarer Handelsposten? Handelsposten. Was ist denn planetarer Handelsposten? Haben wir den schon mal gehabt? Ich glaube nicht, ne? Oh no. Ja. 34,69. Ja, da gucken wir mal bei F. Oh, das ist auch nichts Besonderes, ne? Okay, dann wissen wir das auch. Bringt uns nicht weiter. Dann können wir auch nach hier oben springen. Und hoffen, dass wir da irgendwo mal wieder hinkommen, wo es für uns interessant war. Jetzt knallen wir erstmal hier gegen so ein paar schicke Asteroiden. Würfeln hier mal so richtig was durch. Zum Glück habe ich nicht die Station erwischt. Ja, ärgerlich. Oh, was ist das für ein geiles Ding? Das ist ein krasser Frachter. Okay. Und das sieht auch sehr interessant hier aus. Druide Ikau. Springen wir den nochmal an. Was ist hier los? Schweig, wir sind mitten in unserer Zeremonie. Entschuldigung. Die wird wohl warten. Ich rede mit euch, okay? Druide greift an. Ist Druide stark? Und er hat auf jeden Fall ein Schild. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Druide ist. Ja, ist der Druide. Geht das Schild auch kaputt? Ah, ich glaube, jetzt sind wir schon mal einigermaßen durch. Jetzt kommen wir an die Hülle. Die Hülle ist gleich auch kaputt. So viel zum Thema, Druide. Schweig. Ja, unser Schild ist jetzt gerade down. Naja, vielleicht kriegen wir es ja hin, aber den nehmen wir hier auf jeden Fall noch vorher mit. Die anderen sind gerade schweigsam, ne? Keiner schießt auf mich. Ach, die müssen nachladen oder wie ist das? Okay. Na komm schon. Na komm, jetzt nochmal einen richtigen Treffer. Vielleicht sollte ich mal gerade bei dem Druiden erst einsammeln gehen. Wäre vielleicht wichtig.
Oh, jetzt kam das Schild gerade ein bisschen hoch. Der hat auch so ein tolles Teil, sehe ich gerade. So ein lila. Das ist legendär, ne? Distanzverteidigungslaser, okay. Jetzt machen wir sie mal alle platt hier gerade. Oh, das ist Regenbogenfarben, wenn ich da drauf schieße. Sehr interessant. Okay, jetzt sind wir ziemlich nah dran und der wehrt sich auch gar nicht groß. Fregatte, Schiff. Ja, komm. Rohölverkauf für 70.000. Kurz einmal da ran. Aber da ist auch nur ein grüner und ein weißer. Ist also jetzt nicht so dolle. Dann drehen wir mal gerade bei und holen uns den hier. Treffer ist jetzt normal. Ja, sieht ganz gut aus. Bin ich schon zu nah dran, kann das sein? Bin zu nah dran. Ich fliege ganz langsam zurück, glaube. Aber er fliegt jetzt ein Stück vor und hilft mir wahrscheinlich. Schild kam gerade ganz kurz mal hoch, aber wir werden von hinten wieder beschossen. Ja. Die sind natürlich alle sofort überhitzt da, wie wir sehen, aber naja, die kühlen auch so ab. Und den machen wir jetzt kaputt und dann ist da auch schon mal Ruhe von. Die Schüsse, die da kommen, die können wir auch mal gerade ab. Unser Schild war mal kurz wieder da. So, jetzt knallt er weg. Ist da irgendwas Besonderes bei? Ich glaube nicht, doch ein grüner. Wenn wir schon gerade in der Nähe sind, nehmen wir den mit. Kriege ich den auch? Glaube nicht, ne? Okay. Die sind jetzt irgendwie wendiger, kann das sein? So, Reichweite ist da, aber er bleibt jetzt dann da stehen, auch gut für mich. War schon kaputt? Ja, ist schon kaputt. Dann ist nur noch der über. Ich glaube, das ist der letzte, ne? So, sind wir schon wieder fast zu nah dran, oder? Aber wir kriegen den schon. So, da ist der auch hin. Jetzt ist nur die Frage, welche Zeremonie die hier gerade gemacht haben.
Hyperraumverstärkersystem. Gibt's noch jemanden hier? Ne, jetzt ist alles kaputt hier. Diese Fraktion, Formation, aber wahrscheinlich muss man den da mal kurz angucken. Der ist ja in der Basis drin, ne? Da, also in dieser Spirale oder was es auch immer ist, oder Doppelring. Ah, ist glaube ich ein doppelter Ring, ne? Der ist auf jeden Fall im Zentrum, ne, oder? Kann man damit interagieren, das ist die Frage. Wohl nicht. Ja, dann bringen wir das hier auch nichts, glaube. Das ist das Wrack vom Droiden, oder? Glaube schon. ...215, 239 ist da jetzt eine Position. War das schon immer so, dass da unten so ein Balken war? Ja, da holen wir jetzt aber auch nichts Passendes mehr raus. Ja, okay. Dann würde ich sagen, können wir das hier abbrechen. Keine Ahnung. Trainier mit Torschrott, die Schildbooster, okay. Und was ist das Blaue? Kriege ich das auch noch? Nobel Duo Laser, selten, okay. Ja, weiß nicht. Dann sind wir hier erstmal durch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.